Wir leben heute im Anthropozän, jenem Erdzeitalter, in dem der Mensch die prägende Kraft ist. Die Ressource Landschaft galt als unendlich, doch hat sich der Blick darauf zum Bewusstsein der Endlichkeit gewandelt. Aufbauend auf eine Entwicklung der Landschaftsbilder seit den späten 1960er Jahren, entwickelt sich die Ausstellung Landschaft in Bewegung als historischer Abriss der Landschaft als menschliche Nutzfläche in der Fotografie und im Film. Tatsächlich können wir uns heute kaum noch vorstellen, ohne das Auge der Kamera auf die Landschaft zu schauen. Allein der Blick aus dem All auf unseren Planeten, der mit der ersten Aufnahme der Weltkugel vom Mond aus unser Bewusstsein prägte, veränderte den Umgang mit der Landschaft nachhaltig. Aus dieser Perspektive nehmen wir die Erde als eine Landschaft wahr, die vom Menschen als Territorium erfasst, gezähmt und angeeignet wird. Ihre definitive Endlichkeit und die dauernde Veränderung der Ressourcen, zum Beispiel der landschaftlichen Nutzflächen, werden uns mit Hilfe der Kamera tagtäglich radikal vor Augen geführt. Die Ausstellung Landschaft in Bewegung zeigt am Beispiel von wegweisenden Arbeiten ab den 1960er Jahren, dass Landschaft ein Begriff ist, der im menschlichen Bewusstsein einem laufenden Wandel unterliegt. Der Film spielt dabei eine wesentliche Rolle, als Voraussetzung für das Erfassen einer Realität von Landschaft, aber auch als eine Art Katalysator, der diese Wahrnehmungsprozesse wesentlich beeinflusst.